One, two, three, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between, counting. One, two, three, Peter Parton and free, getting down with 3P, everybody else. Lieben, willkommen bei meinem neuen Video. Wundert euch nicht, ich habe 2 Videos an einem Tag gedreht, deswegen sehe ich genauso aus wie in den Video davor, deswegen wundert euch nicht. Heute wollte ich ein Video machen oder ansprechen, was ich bis jetzt noch nicht so auf YouTube gesehen habe oder so auf die Art und Weise. Ich wollte über Verhütung vor der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft reden. Jetzt werden sich viele fragen, warum? Ist sie bestimmt schwanger oder so? Nein, ich bin nicht schwanger. Und ich wollte einfach mal das Thema ansprechen. Vielleicht wissen viele nicht, was man da machen kann oder wie das alles ist oder was da alles gibt. Auf jeden Fall vor meiner Schwangerschaft, ich habe ja mein erstes Kind mit 21 bekommen. Ups, das war. Und davor habe ich mit 16 oder mit 17 angefangen, eine Pille zu nehmen. Nicht, weil ich da schon viele Freunde hatte oder einen Freund hatte, mit dem ich geschlafen habe. Nein, ich habe die aus dem Grunde genommen. Aus dem Grund, weil ich Pickelchen hatte, wie jeder Jugendliche bestimmt auch. Erstens das und zweitens wollte ich, dass meine Regel immer regelmäßig kommt, immer in dem gleichen Abstand, immer die gleiche Zeitdauer. Und das war so für mich das Effektivste. Ich habe immer für 3 Monate Pillen bekommen. Ich habe sie ganzen Monat durchgenommen. Es gibt ja Pillen, die man zum Beispiel nur 2 Wochen am Stück nimmt oder 3 Wochen, eine Pause. Das hatte ich nicht. Ich habe die komplett immer durchgenommen. Und ich hatte damit eigentlich auch keine Probleme, muss ich sagen. Ich habe sogar mein Gewicht dadurch verloren, was natürlich sehr gut für mich war. Ich hatte dann eine bessere Haut dadurch gehabt und meine Regel war immer regelmäßig in den Abständen. Diese Pille habe ich bis zum 19. Lebensjahr genommen. Ungefähr ist das. Dann habe ich ja meinen Mann kennengelernt, dann haben wir geheiratet und dann haben wir gesagt, okay, jetzt könnten wir langsam die Pille absetzen, weil ich dachte, man wird vielleicht ja ein halbes Jahr später oder so oder 2-3 Monate später schwanger. Wir haben es jetzt nicht drauf Wert gelegt, aber wenn es wäre, dann wäre es in Ordnung. Aber leider hat es bei mir 1,5 Jahre gedauert, bis mein Körper sich erholt hat von diesen Hormonen, was in dieser Pille war. Und es war zwar nicht schlecht, aber ich denke mal, es wäre vielleicht nicht sehr gut für eine Frau, die ein Kind haben will und die Pille dann absetzt und will sofort ein Kind. Also ihr müsst da schon ungefähr einen Zeitplan von 2 Jahren, denke ich mir mal, setzen. Weil bei jedem Menschen ist es ja anders mit diesen Wirkstoffen und bei mir hat es dann 1,5 Jahre gedauert. Genau, dann habe ich die Pille abgesetzt und dann 1,5 Jahre später kam dann mein Sohn. Und danach haben wir nicht mehr weiter verhütet, aber ich habe auch keine Pille genommen. Und ja, es war eigentlich alles in Ordnung. Ich habe immer einen Kalender geführt. Ich wusste immer, wann meine Periode anfängt. Ich wusste immer, wann mein Eisprung ist. Deswegen war das nicht so ein Risiko, verhüten zu müssen, dass ich jetzt schwanger sein würde oder werden könnte. Und dann bin ich schwanger mit meiner Tochter geworden und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, habe mich beim Frauenarzt erkundigt, was kann man da machen, was gibt es für Mittel, die man danach benutzen könnte. Es gibt sehr verschiedene, man kann natürlich wieder diese Pille benutzen, dann gibt es eine Spritze für 3 Monate, es gibt Spiralen verschiedenster Form und es gibt einen Vaginalring, genau. Die 4 Dinge. Auf jeden Fall ist für mich Vaginalring weggefallen, die Pille ist auch weggefallen und die Spritze eigentlich auch, weil immer alle 3 Monate war das mir immer nicht so sicher mit der Spritze und ob sie dann wirkt und sowas. Deswegen habe ich mich dann für die Spirale entschieden. Und nach der Entbindung, ich glaube, da waren es 3 Monate vergangen, 3-4 Monate auf jeden Fall. Und da habe ich mir die Spirale einsetzen lassen. Ich habe da so einen Pass. Ich hoffe, man sieht jetzt den Namen nicht von der Ärztin. Das ist dieser Pass, den man bekommt, wenn man eine Spirale eingesetzt kriegt. Also das habe ich zumindest bei meinem Arzt so bekommen. Und dann hinten steht mein Name. Und dann stehen hier immer diese
Termine, wann man da hingegangen ist, wann es gecheckt wurde, ob alles in Ordnung ist und wann die reingestellt wurde und wann die wieder rauskommt. Also ich habe sie am 6.7.2015 bekommen und die ist gültig bis 7.7. dann wieder anscheinend 2020. Also für 5 Jahre habe ich mir die Spirale reinmachen lassen. Jetzt sind es 2 Jahre. Oder wären es 2 Jahre im Sommer. Die Spirale, die ich habe, das ist eine hormonelle Spirale. Also die gibt Hormone ab, wie jetzt auch normal, wenn ihr sein würdet. Aber wenn ihr halt Geschlechtsverkehr habt, blockt sie halt die Spermien von dem Mann ab und ihr werdet nicht schwanger. Diese Spirale heißt Merina-Spirale. Und jetzt habe ich sie ja schon fast 2 Jahre. 1,5 Jahre. Und was kann ich da sagen? Am Anfang fand ich sie ehrlich gesagt gut, muss ich sagen. Also ich hatte da keine Probleme mit gehabt. Natürlich hat eine Zeit lang gedauert, bis der Körper sich an sie gewöhnt hat, weil sie hebt ja Hormone ab, wie die Pillen ja auch. Bis sich mein Zyklus wieder eingependelt hat und alles. Und mir wurde gesagt, oder die Ärztin hat gemeint, oder in den Broschüren stand, dadurch wird der Zyklus halt regelmäßig. Und die Tage, an denen man die Tage hat, werden kürzer sein. Ja, das habe ich gedacht. Der Fall ist es auf jeden Fall nicht. Klar, ich kriege mal eine Periode immer regelmäßig, zum Beispiel Ende des Monats oder Anfang des Monats. Aber die Tage haben sich verlängert. Früher zum Beispiel, wo ich keine Verhütungsmittel hatte, hatte ich ungefähr 4 bis 5 Tage. Das war so regulär. Und danach war Schluss. Jetzt sind es 8 bis 9 Tage. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich etwas mehr zugenommen habe an meinem Gewicht oder an der Spirale. Und was ich noch gemerkt habe, ich habe sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Also das geht gar nicht. Die ganze Woche lang, wo ich meine Periode habe, habe ich solche extremen Kopfschmerzen, dass ich Tabletten nehmen muss, weil ich es nicht mehr aushalten kann. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es an der Spirale liegt oder an mir. Auf jeden Fall werde ich bei meinem nächsten Frauenarzttermin das ansprechen, ob das daran liegt oder nicht. Aber so ganz zufrieden bin ich mit ihr nicht. Deswegen überlege ich mir, eine andere Spirale reinzumachen, die nicht hormonell ist, weil es gibt ja verschiedene. Es gibt ja auch Zink und Plastik und sowas, also ich kann euch da nicht so genau alles erzählen, aber wenn ihr mehr Infos darüber haben wollt, müsst ihr zum Beispiel zum Frauenarzt gehen und oder er oder Mann, also ein Mann-Frauenarzt oder eine Frau, das klingt jetzt bescheuert, aber euch mehr Informationen darüber holen. Ich dachte, eine hormonelle Spirale wäre was für mich, leider nicht. Und was ich noch habe, ich bekomme Pickel, also sehr viele Pickeln dann. Und das sind diese 3 Probleme, die ich halt habe. Kopfschmerzen, es dauert mir zu lange und Pickeln. Genau. Und ja, man ist dann einfach auch irgendwie so, dadurch, dass die Hormone dann verrückt spielen, ist man dann so ein bisschen schlecht gelaunt und oder aggressiv sogar. Und deswegen, ja, möchte ich die Spirale einfach, glaube ich, nicht mehr haben. Ich werde mich erkundigen, was da anderes gibt oder was Neues vielleicht auf dem Markt gibt. Ja, auf jeden Fall bin ich nicht mehr so glücklich. Und es wird ja noch sehr häufig gesagt, dass man vor der ersten Geburt oder vor der ersten Schwangerschaft keine Spirale reinmachen sollte. Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so. Also die Ärzte können dir auch eine Spirale reinsetzen, wenn du noch kein Kind gehabt hast. Natürlich muss man ein gewisses Alter haben. Aber ich denke mir mal so, bevor man überhaupt mit diesem Thema Baby und Familie gründen und alles noch nicht so weit ist, kann man, denke ich mal, schon eine Pille benutzen. Weil es gibt ja viele verschiedene Pillen, die haben viele verschiedene Wirkstoffe. Auf jeden wirkt es ganz anders. Bei einem geht es vielleicht dann schneller, schwanger zu werden, bei dem anderen weniger. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall vor der Geburt würde ich schon dann auf jeden Fall mit einer Pille verhüten oder mit einem Kondom halt, wer halt keine andere Möglichkeit hat. Und nach der Geburt, nach dem ersten Kind, würde ich dann vielleicht eher so immer mich spritzen lassen, für wen das ein Fall wäre, weil man weiß ja nicht, wie lange der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Kind sein sollte.
Weil ich finde, eine Spirale, die kostet auch schon relativ viel. Also ich habe um die 250 € bezahlt. Für die Spirale selber muss man ja selber zahlen. Die Krankenkasse erstattet dir das nicht, muss man auch voraussagen. Und du bezahlst ja auch noch den Arzt dafür, der dir das reinsetzt. Genau. Und ich glaube, bei manchen Jugendlichen oder bis zu gewissem Alter übernimmt die Krankenkasse schon an Bezahlung von dieser Pille und dieser Spritze. Und genau, auf jeden Fall würde ich das machen. Und dann nach der zweiten Schwangerschaft würde ich mir dann schon überlegen, will ich jetzt noch nach einem Jahr oder nach 1,5 Jahren ein drittes Baby oder bleibt es jetzt bei den zwei? Und dann würde ich mir schon was Festes reinmachen, wie zum Beispiel eine Spirale, die dann schon für 5 Jahre drinnen bleiben kann. Muss man sich keine Sorgen machen, oh, wann habe ich meinen Eisprung? Oh, jetzt hatten wir Geschlechtsverkehr und dies und jenes. Deswegen wäre dann das vielleicht eine Möglichkeit. Es gibt ja noch diesen Vaginalring, darüber kann ich euch gar nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er bei der Frau reingesetzt wird oder man kann ihn selber reinsetzen, soweit ich glaube ich weiß. Und dann nach einer gewisser Zeit muss man ihn glaube ich wieder rausmachen und einen neuen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es irgendwie so mit. Aber für mich kommt das nicht in Frage. Ich bleibe bei der Spirale, nur keine Hormonspirale mehr, weil das ist keine Option für mich. Genau, was ich noch sagen wollte, die Spirale, wie wurde die reingesetzt? Man geht zum Frauenarzt, berät sich, was man alles haben will, dann macht man einen Termin aus und die Spirale wird dann reingesetzt, wenn der erste Tag der Menstruation angesetzt hat. Genau, die Spirale machen die rein, du bist beim Bewusstsein, also du kriegst keine Narkose oder kein Schmerzmittel oder Tabletten oder irgendwas, ganz normal setzt dich auf den Untersuchungsstuhl. Die Ärztin macht einen Ultraschall vorher von der Gebärmutter, wie da alles drin ist. Und dann macht sie die Spirale rein. Das dauert ungefähr 10 Minuten alles insgesamt mit Untersuchung und Spirale rein. Und dann guckt sie nochmal nach. Also sie macht nochmal einen Ultraschall. Und die Spirale, die ist ja, also wenn das ein Kugelschreiber ist, vielleicht so groß ungefähr. Und am Ende hat sie solche wie so ein Schnurrbart quasi. Und das kann man dann kürzen, je nachdem, wie es dich stört oder wie es den Partner beim Geschlechtsverkehr stört. Kannst du dann jede, zum Beispiel, was weiß ich, nach einer Woche oder so, glaube ich, wenn die Periode dann vorbei ist, musst du nochmal zu einer Untersuchung. Und dann kannst du sagen, ach, können Sie das kürzen, das stört mich oder so. Und dann kürzt sie auch diesen Schnurrbart. Genau, und das wäre es eigentlich schon. Die setzt das rein und das war's. Im Grunde genommen musst du nichts mehr machen. Dann hast du ganz normal zweimal im Jahr eine Untersuchung, also halbes Jahr immer, und wird immer nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Und dann wird es eingetragen. Also bei mir wird es auf jeden Fall in so einen Pass eingetragen, dass sie kontrolliert haben, dass noch alles drin ist und alles in Ordnung, dass sie noch ihren Zweck erfüllt, sagen wir mal, was sie erfüllen sollte. Genau, das war so mein Thema, was ich ansprechen wollte über das Verhüten. Wenn ihr euch unsicher seid, was für euch das Beste wäre, dann würde ich wirklich eher zum Frauenarzt gehen und mich beraten lassen, statt jetzt irgendwo im Internet irgendwas nachzulesen, irgendwas zu googeln oder bei jemand anderen zu fragen. Jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders und deswegen jedes Verhütungsmittel verläuft für jeden anders. Genauso wie die Schwangerschaft bei jedem anders verläuft, ist das auch so. Und warum ich selber zu einer Spirale wie immer wieder greifen würde, weil es einfach diese Dauer da ist. Ich brauche mir zum Beispiel 5 Jahre keine Sorgen drum machen, dass ich schwanger werde, dass ich irgendwas vergesse, dass irgendwas nicht stimmt. Natürlich kann man auch mit einer Spirale schwanger werden. Das ist sicher auch kein Ungewiss. Aber ich denke mal, wenn man sich regelmäßig kontrollieren lässt und zum Beispiel die Spirale bevor dem Datum, bevor sie abläuft, rausmacht und eine neue reinmacht, und in der Zeit keinen Geschlechtsverkehr hat, ist es, denke ich mir, ganz,
ganz in Ordnung, wird nichts Großartiges passieren, weil viele sagen ja, oh, Spirale und das ist ja so schlimm und so heftig. Ich fand es nicht schlimm, ich fand es auch nicht schmerzhaft, es war unangenehm, wie für jede Frau eine normale gynäkologische Untersuchung auch ist, aber mehr war das jetzt auch nicht, dass ich jetzt schreien müsste vor Schmerzen oder Unangenehmlichkeit oder sowas. Nein, das war es nicht. Es dauert 10 Minuten, natürlich bezahlt ihr für manche vielleicht ein Riesenbatschen Geld. Es sind über 200 Euro, die man da zahlt. Es kommt darauf an, glaube ich, welche Spirale man nimmt und welcher Arzt es macht und wie. Aber ungefähr 200 bis 300 Euro, sogar 350 habe ich gehört, kommt es schon drauf an. Aber ihr müsst berechnen, es sind für 5 Jahre, die ihr Ruhe habt. Im Gegensatz zu einer Pille, die nur für 3 Monate verschrieben wird, oder eine 3-monatige Spritze. Ihr müsst euch das schon ein bisschen ausrechnen. Viele sagen, oh, eine Pille ist aber günstiger. Natürlich ist sie günstiger für die 3 Monate, aber nicht für 5 Jahre. Deswegen, ich will euch nichts anreden oder meine Meinung euch anreden, wie ich es machen würde. Ich habe es so gemacht, ich habe eine Spirale reingesetzt und ich bleibe auch dabei. Natürlich, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nach 3, 4 Jahren ein Baby uns wünschen, dann werde ich sie natürlich rausmachen. Aber nach der Geburt dann des weiteren Kindes würde ich auf jeden Fall nochmal eine Spirale reinmachen, weil es ist einfach sicher, einfach die beste Verhütung für mich und für meinen Mann, weil wir mögen zum Beispiel keine Kondome oder ich mag keine Kondome, ich bin allergisch gegen Latex, habe ich festgestellt, schon seit längerem. Und es ist einfach keine Option, finde ich, jetzt das Anziehen, das Ausziehen und ja, ich mag diese ganze Aktion nicht. Und deswegen ist die Spirale die beste Verhütung für mich, für meinen Mann. Und ja, ich würde auch dabei bleiben. Genau, das waren so meine Ansagen, die ich mal über das Video machen wollte, um einfach mal euch zu erzählen, wie ich meine Meinung empfinde und wie ich es machen würde, welche Verhütungsmittel es gibt. Vielleicht kannten manche das auch gar nicht. Und wenn ihr euch unsicher seid, geht auf jeden Fall zum Frauenarzt, lasst euch beraten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und wenn ihr noch kein Baby habt und euch noch keinen wünscht, könnt ihr euch natürlich auch eine Spirale reinmachen, die dann für längere Zeit euch sicher hält vor einer ungewollten Schwangerschaft. Weil ich finde es sehr schrecklich, dass viele sagen, es gibt keine Verhütungsmittel und wir kriegen so viele Kinder, weil wir uns nicht verhüten können. Das ist Quatsch. Weil es gibt nämlich schon Unterricht in den Grundschulen, in den normalen Gesamtschulen. Und wer erwachsen genug ist, der kann sich auch ärztliche Hilfe holen, um sich beraten zu lassen, was man für eine Verhütung hat und haben kann, um eine ungewollte Schwangerschaft zu vermeiden, um ein ungewolltes Baby zu bekommen, was dann vielleicht irgendwo abgeschoben wird und nicht gewollt wird. Genau. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben und ihr könnt mich natürlich kostenlos abonnieren, damit keine weiteren Videos mehr verpassen werden von euch. Und wenn ihr noch weitere Themen über Verhütung, Geschlechtsverkehr, Baby, vielleicht Geburtsbericht von mir haben wollt, könnt ihr mir das gerne auch natürlich schreiben als Videowunsch. Und wenn ich es kann, werde ich es euch erfüllen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!